Da sind wir. Die Wild Boys. Herzlich willkommen zum ersten Video. Wir sind angekommen in unserer Ferienwohnung. Ey, wir haben so einen Scheiß hier noch nie gemacht, ne? Mit Kamera selber filmen und so. Habt ihr das schon mal gemacht? Geht gar nicht, Alter. Ich bin Tim, das ist Chris und wir wollen morgen den Hexenstieg besteigen, belaufen, bewandern. Und wir haben keine Ahnung. Ich war noch nie wandern, du? Nope. Wir haben keine Erfahrung und ich dachte, ich zeige euch jetzt einfach mal das Hotelzimmer, in dem wir sind. Oder nicht? Ich mach das jetzt einfach. Kann ich die Kamera auch irgendwie drehen? Ey! Die ist ausgegangen! Aha! Absolute Noobs! So, ich fange von vorne an. Boys and Girls. Also, muss einmal umdrehen. Zack! Hier ist der Eingangsbereich. Willkommen in den 90ern. Hier ist das Badezimmer. Zack. Mega, oder? Ist das nicht ein Traum? Hier mit so einem Eingespüler. Fachmännisch montiert. Geil, geil! Spinnenwegen sind auch am Start. Hier die Dusche, aber das ist ja völlig Banane. Oha. Wir müssen die Dusche noch montieren. Die ist noch nicht angeschlossen. Das ist die wunderschöne Küche. Das hat alles so ein bisschen Wohnwagen-Flair hier. Ich sag ja, willkommen in den 90ern. Das ist unser Frühstück für morgen früh. Das sind die Klöten von Seidler. Die hat ihn seine Frau ausnahmsweise mitgegeben. Die kannst du nachher naschen. Geilen Kühlschrank. Boiler oder wie auch immer. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, Alter. Das haben wir Druckerverleitung, go! Was soll das denn bedeuten? Was ich noch. Ah, ja, okay, alles klar, ich hab's verstanden. 18 Grad, klasse. Ja, 18 Grad. WLAN. No smoking. Das hier ist das Wohnzimmer. David Bowie, Jimi Hendrix, Tina Turner, alle sind da. Elvis, meine Damen und Herren. Aber kostet auch nur ein Fuffi die Nacht, von daher. Seidler sagt, er pennt heute in dem Kinderbett. Leg dich nochmal rein, zeig mal, wie das aussieht, bitte. Eigentlich ist das, kostet das kein Geld. Keiner zwingt ihn, aber er möchte gerne. Das ist einfach schön. Ich habe Angst, dass du mich anfasst. Ich habe Angst, dass der Typ, der uns das Zimmer vermietet, anfasst. Wir sind hier mitten im Tal. Hier ist gar nichts. Hört mal. Absolute Stille. Absolut. Absolut. Um uns rum ist einfach nichts. Das ist mein Bett. Das ist mein Rucksack. Sieht irgendwie zusammengeschustert aus. Hat auch nur 40 € gekostet bei Decathlon. Keine bezahlte Werbung. Und das ist sein Motherfucker-Rucksack. Der ist richtig geil. Der ist auch super bequem. Ich krieg einfach nach 2 Minuten Rückenschmerzen. Tasmanian Tiger. Was haben wir? Solo-Knack. Das ist der Shit. Wir haben noch nie Videos aufgenommen. Wir sind noch nie 100 Kilometer gelaufen. Wir sind noch nie wandern gewesen. Ich habe mir jetzt alles neu gekauft. Chris war schon ein paar Mal unterwegs. Wir haben einfach keine Ahnung. Wir wollen morgen 100 Kilometer wandern. Zeig mal die Karte. Was ist denn, wo ist denn die, was wollen wir denn überhaupt? Da wollen wir in Osterode starten wir. Und wo geht's hin? Hier. Ist da nicht unser Stecker aufgezeichnet? Und dann darüber? Dann geht's weiter hier. Dann kommen wir von, oder? Ich habe keine Ahnung. Wir laufen einfach die ganze Karte. Wir studieren das einfach mal durch Und hier. Fakt ist, wir haben keine Ahnung. Wir werden So, sowieso fertig. sterben. Was? Wir werden sowieso sterben. Kann sein. Hier, diese ganzen Survival Martins und Fritz Meinekes haben den Scheiß von Ed Stafford getestet. Und wir testen Survival Martins und Fritz Meinecke Videos. Deswegen Hexenstieg. Morgen geht's los, haltet euch fest, lehnt euch zurück. Scheiße. GoPro, stopp. Wir haben hier gerade unser Essen ausgepackt, einfach nur so. Und das ist aber auch ich natürlich dachte, ich nehme Umfeld von das meinem mal mit auf die Reise Kurs. hier. Erzähl mal, was du dabei hast. Ein paar Riegel. China-Nudeln. Das sieht auch richtig lecker aus, ey. Dann habe ich hier noch Gulasch, Chili con Carne, fördert die Darmflora übrigens. Bolognese. Du hast den ganzen Bombe. Wald voll scheißen einfach. Ich habe hier nur Trockenkram mit, ne? Bisschen Milch. Ja. Meine Schoko-Kelloggs. Wenn du das auf die Nase ziehst, dann sind wir 24 Stunden drüben. Die Dinger reichen eigentlich. Da habe ich volle Power. Die Leute auf der Arbeit wissen, wovon ich rede. Datteln. Das ist das einzig Gute. Und Esst mehr Datteln. hier ist auch noch richtig viel schöne Sachen drin. Guck mal. Nein, das ist alles in Ordnung Hier hier. sind Tabletten. Die habe ich vergessen.
Ich hab sie mal ein bisschen Kakao wollen. Das ist doch richtig geil. Tee, auch mit Magnesium. Warme Zitrone. Falls wir doch nicht durchkommen und irgendwo stranden müssen, haben wir hier noch Zitrone. Müssen diesen Dauerwerbesendungskram einblenden oben, ne? Ja, das ist richtig ärgerlich. Magnesium. Krass, ey, das habe ich voll verplant, Mann. Das muss reichen für... Das sieht auch heftig aus. Das sieht aus, als würdest du damit irgendwas in die Luft sprengen wollen. Krass, ey. Einfach ein bisschen Brühe. Ja, 4 Tage. Besser wären 3, aber ich glaube, das ist unrealistisch. 3 glaube ich auch nicht. Ich nehme jetzt mal die Fenster auf. Guck mal, hier alles voll Scheiß. Und das stinkt wie Sau. Das wird echt übel. Wir haben auch gerade die... Das ist das Schnitzel. Rucksäcke inspiziert. Ich habe hier noch einen Müllsack drin. Falls es regnet und ich nicht weiß, wie gut der dicht hält hier. Zipperbeutel, das ist auch eine Krass. Kunst für sich, ey. Ich pack mal meinen Stein aus. Boah, ich schieb das erstmal an die Seite, ja. So. Jetzt habe ich mir erstmal Butter. Fett in die Fresse geleuchtet, ey. Kneckebrot, das wird mein Kocher sein. Ich will gucken, ob das stimmt, was Survival Marlin gesagt hat. Das sieht aus, als wenn du da irgendwo in der Mülltonne rumwühlst, ey. Why food? Why food? Mit dem Code WildBoys10. 0% auf Whitefood. Käse. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der sich hält bei der Temperatur. Das wird richtig eklig. Ach, das steht aus unserer Werbung. Ich dachte, da steht abgelaufen oder so. Achtung, bitte nicht mehr verzehren. Und das ist die Zauberbox hier, Leute. Damit willst du jetzt überleben. Ich überlebe damit. Beef Jerky. 3 Datteln. Ganz wichtig. Warum denn 3? Warum 3 Stück? Weil wir 3-mal Frühstück haben werden. Okay. Verstehst du? 3 Datteln. Was ist das? Getrocknetes irgendwas. Getrocknete Tomaten. Zum Kochen. 3 Paprika, Mini-Paprikas. Leuchte mal hier rein. Ich habe jetzt keine Lust, das alles rauszureißen. Hier sind noch ein paar Möhren. Frisches Gemüse. 3 Zwiebeln. 2 Beefies. Knoblauch, Nudeln, Reis, Haferflocken und 10 Maggi-Brühwürfel. Da werde ich mir eine richtig geile Suppe draus kochen. Das habe ich mir genauso überlegt. Ey, die anderen werden uns auslachen, wenn die das sehen, ey. Da können die 2 Wochen mit überleben, ey. Wir sind halt Outdoor-Idioten, Leute. Wir haben keine Ahnung. Wir haben keine Ahnung. Wir brauchen Suchtberater. Nicht rummeckern. Einfach rausgehen, selber machen. Nicht rumlabern. Und das machen wir jetzt. Oh Mann, ey, wir sind keine Kameramenschen, wir sind gar nichts. Und ist auch nicht. Kein Meister vom Himmel gefallen. Ja! Wir auch nicht. Ich kann das gar nicht, wenn ich mich hier selber sehe. Skinner. Ja. Bist du durch, oder? Das auch. Aber das Video ist, glaube ich, auch fertig. Ich weiß gar nicht, ob die sich hält. Das ist morgen. Warum ich werde so das morgen. Box, so eine große Box für 2 Stücken Butter. Das ist meine kleinste Box. Scheiße, die ich zu Hause eine Tüte nehmen können. Das ist morgens. Morgen ist das wieder 1 Stück Butter. Ich halte das morgen nochmal in die Kamera. Das ist morgen wieder 1. So. Wie unterschiedlich einfach, ne? Oder? Das ist hier für Faule. Einfach Wasser rein, fertig. Ja, und ich muss kochen, Leute. Ich brauche hier frisches Zeug. Weil ich habe gedacht, Energie und so. Hast du kein Knäckebrot dabei? Nö. Das ist mein Frühstück. Ich mache mir Haferflocken. Mit ein bisschen Y-Food. Und Herrensahne. Das ist natürlich Hafermilch, Leute. Ich habe getrocknete Herrensahne. Ja. Geht eigentlich voll durch. Widerlich. Ja, ich hoffe, das Video hier wird gut. Oder die Videos. Kann sein, dass wir einfach völlig unsympathisch sind. Wenn wir so einen Scheiß nie machen. Nee. Sag mal, ich hab noch nie so ein Mess gemacht hier. Und du auch nicht. Oh Mann, ey. Wir sehen uns morgen früh nochmal. Was haltet ihr davon? Und dann sehen wir uns am Ziel. Wir sehen uns morgen. Peace out. Was geht ab? Ich hab so beschissen geschlafen, Leute. Puh. Fragt euch warum? Und wieso schläfst du auf der Couch? Und nicht in dem großen Bett?
mein Seidler schnarcht. Er schnarcht einfach. Und ich hasse Schnarchen. Wollen wir ihm aufhängen gehen? Der Wecker klingelt sowieso gleich. Ich lass das lieber, oder? Bist du schon wach? Ich hau lieber ab. Der Wecker klingelt eh in 2 Minuten. Hä? Meine? Ja. Wir lassen das lieber, Leute. Ihr wisst doch ganz genau, wie das ist. Ich will jetzt gleich erstmal Frühstück machen, dann Sachen packen und dann geht's los. So, für euer Paprika, Möhren, guten Proteinbrötchen von Senak. Und dann gucken wir hier, ob hier irgendwas. Nee. Auch nicht. Scheiße. Nicht? Oh yeah, da haben wir eine Sache. Die nehmen wir aber. Das Gefühl, die Instagram-Videos werden besser als die Videos hier. Aber dann ist das so. So. Oh, die sind schon ein paar Jahre auf dem Buckel hier. Da klebt noch der Geist der vergangenen Frühstücke der letzten 100 Jahre drin. Ich werde euch jetzt hier nicht zeigen, wie ich das alles koche, aber Brattee. Aber nix, aber ich drücke jetzt Stopp und dann sehen wir uns gleich wieder beim Essen, Leute. Heute Nacht wird richtig scheiße. Ich hab das im Urin. Ich merk das. So. Bis später, Alter. Was geht ab, Leute? Wir sind jetzt angekommen hier. Irgendwo da ist der Start. Jetzt geht's los gleich. Ich hab den billigen Rucksack, den geilen Rucksack. Ich hab die billigen 20 Euro Aldi Schuhe. Wie heißen deine? Lova Cyphier. Lova Cyphier. Mega die Wanderschuhe. Und nicht 20 Euro Aldi. Also ich bin der billige Boy und er ist der teure Boy. Wir gucken mal, was sich besser bewährt. Warte mal, lass mal die Tür auf. Ich habe nämlich nochmal was vorbereitet. Damit man uns auch wiedererkennt. Ich habe leider nicht die Farbe bekommen, die ich wollte. Pack mal aus. Yeah! Oh yeah, Baby! Alter, wie geil ist das denn? Sind die beide für mich, ja, ne? Nee. Yeah. Gibt's nicht in Olivgrün, ne? Ich hab die Dings nicht gefunden. Wie sieht das aus? Einmal hinten, einmal vorne. Sieht das aus? Gut. Sieht geil aus. Einfach mal die Waldboys, Alter. Das ist die Geburtsstunde. Ich sage, irgendwie müssen wir das schaffen. Irgendwie, auch wenn das ein Ding der Unmöglichkeit ist, müssen wir das schaffen. Chris sagt, niemals. Bis zum Brocken. Er sagt, wir müssen realistisch sein. Wir sind einfach zwei Stadtjungs, Leute. Wir sind einfach wie ihr. Zu Hause auf der Couch, Seven vs. Wild gucken, bliblablub. Und als eure Repräsentanten gehen wir jetzt raus und gucken, ob die Scheiße wirklich möglich ist. Für so Leute wie uns. Oder ob das für immer ein Traum bleiben wird. 25 Kilometer, ne? Wir müssen jetzt 25 Kilometer laufen. Noch. Wir halten euch auf den Laufenden. Ich mach gleich nochmal ein Video da vorne. Und dann können wir los. So, wir sind jetzt hier am Startpunkt. Das ist der Pavillon. Dann werden wir uns noch mal die Karte reinziehen. Na, dann geht's los. Hier oben lang. Echt da runter? Ja. Hier, dann da wieder rüber. Dann geht's hier unten weiter. Wir werden das bestimmt eh noch mal irgendwie einblenden, wo wir gelaufen sind. Wir tracken das Ganze mit Komoot. Ja. Das ist unser Ziel. Hast Bock, Alter? Da werden wir aber nicht ankommen. Also ich gehe mal nicht davon aus. Jetzt hör mal auf, natürlich. Ich gehe davon aus. Alter, wir müssen realistisch sein. Wir gehen jetzt los. Zeig mal, wo wir hoch müssen. So, jetzt sind wir gestartet, Alter. So. Geil, los, Leute. Wir müssen, glaube ich, jetzt erstmal ein bisschen Asphalt laufen, bis der wirkliche Wald kommt, ne? Oh, guck mal, wie das hochgeht.
Oh Mann, das wird eine wilde Nummer, Jungs. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Und warum drehen? Wir fahren einfach ins Hotel. Lass uns richtig schön bedienen eine Woche lang. Das ist mir erst heute Nacht klar geworden, dass wir heute Nacht draußen im Wald pennen müssen. Ich habe noch nie draußen im Wald gepennt. Ich nur auf der Insel. Das wird richtig beschissen. Im Zelt. Alles quiekt und grunzt und du schnarchst und das wird eine ganz wilde Nummer, Leute. Wir laufen jetzt erstmal Asphalt und dann melden wir uns wohl nochmal, wenn wir im Wald sind. So, sind wir noch unterwegs. 2 Kilometer. Die erste Hexe. Guck sie dir an. Die fröhliche Olga. Legenden besagen, dass wenn wir die 100 Kilometer schaffen, die Hexe auf uns wartet und sie hat 2 Vaginas. Einfach mal 2 Vaginas. Die 2 Vaginas. Aber die kommen wirklich nur, wenn wir die 100 Kilometer schaffen. Sonst kann man die nicht sehen, ne? Nee, sonst sieht man die nicht. Sonst sieht man die zweite Vagina nicht. Die öffnet sich dann nicht. Oder? Die bleibt. Die hält sie nämlich zu dann. Richtig, so wie sie jetzt. Wir sind jetzt schon im Arsch, Leute. Was soll ich da machen? Ich soll da irgendwas anheben? Wie diese Kiepe hier wieder anheben. Ah, das ist viel zu schwer, hab ich keinen Bock drauf. Klausthal. Schwarzpulvergewürze. Ah, nee, Schwarzpulver und Gewürze. Getreide, Obst, Gemüse, Bier. Da oben. Das ist unser Weg. So, Hexe Number One. Weiter geht's. Auf zu der zweiten Vagina. We are wild boys for life. Dan, dan. We are, oder nicht? Wollten wir nicht noch was für Insta machen da oder so? Erster Step hier, bum bum. Nö. Scheiße. Scheiß auf die. Das ist YouTube hier. Okay, Mann, das ist das wahre Leben. Wir können denen nicht alles zeigen. Ist so. Ist so. Hast du noch Bock? Ich bin fertig, ey. Das ist echt krass. 2 Kilometer. Aber zieht euch mal rein. Kann man das auf der GoPro sehen? Nicht so richtig, ne? Wie das hier bergauf geht, Alter. Nee, ich glaube, das kriegt ihr nicht mit drauf. Nee, ne? Ich bin doch komplett nass. Überall. Ich auch. Arschwasser. Hier, mindestens kommt das langsam Liter, durch. Alter. Naja, egal, Leute. 98 Kilometer noch, dann haben wir es geschafft. Also sind wir quasi durch. 3 Kilometer. Zeig mal deinen Kopf, du. Zeig mal deinen Kopf, du. Ja. Ich will nichts wissen, wie der Schlüpper aussieht. Genauso. Ach ja. Oh Mann, ey. Das ist einfach krass. Aber die Muskeln haben sich schon dran gewöhnt. Die sind warm. Mittlerweile ist das gar nicht mehr so anstrengend. Der Typ hat irgendwie zu viel Zucker heute Morgen gehabt, ey. Zu viel Zucker. Gemüse. Das war's. Leute, erst mehr Gemüse. Mindestens 500 Gramm am Tag. Dr. Riedel Podcast. Das hier ist keine Werbung auf Spotify. Ja. 23 Kilometer noch. Nee, 22. Das schaffen wir locker. Da kann ja mal ein Fachmann einmal beurteilen, wie Tim seinen Rucksack so hat. Ob total das gesund beschissen. Ist. Allein hier vorne, wie das aussieht. Mir schnürt das meine ganzen Gedärme und mein Speck am Bauch ein, ey. Ich habe sowas noch nie gemacht. Einfach laufen. Ich bin noch nie 10 Kilometer gelaufen. 8 Kilometer sind wir tatsächlich ein paar Mal als Training gelaufen. Also nicht hintereinander. Ich glaube 2x8 die Woche, ne? Fühlst du eigentlich hin? Zu dir. Film mal dein hübsches Gesicht, Alter. Das will keiner sehen, Mann. Die Leute wollen dich sehen, wie du kämpfst. Ja. Wie du an deine Grenzen kommst und sie überwindest. Die Grenzen hatte ich schon nach 200 Metern. Ganz ehrlich. Guck mal, wie die Sonne scheint. Wo ist denn der Regen? Jetzt donnert das und blitzt und jetzt geht's los und schneit und Hagel. Schau mal hier. Wir sind schon ein bisschen hoch. Guck mal da unten. Ja. Meine Fresse, das geht ja aber nur bergauf, ey. Aber was haben wir erwartet, ganz ehrlich? Wo soll das sonst hingehen, wenn nicht bergauf? Hier können wir ja mal. Seid live dabei. Mal raufhalten. Oh yeah. Nur noch 93 Kilometer. Ja, 3,1 haben wir. 3,1 ging aber stolz drauf, tatsächlich schneller als gedacht, muss ich sagen. Ja, wir müssen gar nicht so viel rumholen. Aber ihr seid dabei bei der Geburtsstunde. Vielleicht wird das auch einfach hier das letzte Video. Wettertechnisch kann man noch sagen, das soll echt scheiße sein. Ach so. Sturm, Morgensturm, Übermorgensturm, Regen. 90% Regen, ne? Also. Und wie viel pro Quadratmeter? 1,5 Liter, also wird auf jeden Fall passen. Aber Hauptsache nachts nicht, der Rest ist egal. Poncho haben wir mit. Wir versuchen ja eine Hütte abzustauben. Hier sind so Hütten.
Also quasi. Niemand ist so blöd und läuft bei so einem Wetter den Hexenstich. Davon gehen wir aus. Nur wir. Auf Montag. Das ist der beste Montag aller Zeiten. Ja. Aber ist er wirklich. Die anderen hocken jetzt gerade auf Arbeit. Liebe Grüße. Und wir so im Wald, in der Natur, man. Heftig am Ölen. Ich muss auch bald mal was trinken. Hoffentlich finden wir hier Wasser, Leute. Dann können wir den Gray mal testen. Das wäre auch ziemlich geil. Was machen die Schuhe? Ist gut. Ja? Ja. Von mir muss ich auch sagen, 20 Euro. Ich hoffe, die halten durch, ne? Und ich kriege hier keine, also gesagt, keine Blase, so groß wie Golfbälle. Laufen die Schuhe. Mal 8 Kilometer. Ich hab gerade gedacht, ich habe Stimmen gehört. Geht schon los. Da kommen auch welche in Dort. Ja? Ja, wie gesagt, vielleicht kommt auch gar nichts mehr hier. Vielleicht liegen wir auch irgendwie in Rennstein gleich oder so. Aber im Sommer wollen wir eigentlich noch mal nach Schweden und eine Kanutour machen. 7 Tage. Da könnt ihr auch gespannt sein. Ich bin auch gespannt, wann die Videos hier kommen. Ob sie kommen und wie sie aussehen. Mit roten Gesichtern. So, wollen wir es mal wieder ausmachen? Wir müssen nämlich Akku sparen und Speicher sparen. Oh, das will ich aber noch mal mitnehmen hier. Da gehen wir jetzt noch mal längs. Und dann könnt ihr das noch mal sehen. Hier Naturbanausen. Heißt das so? I don't know, man. Hier ist auch, das kann man auch mal sagen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wir haben das ja schon gehört, aber hier ist alles tot. Hier ist alles tot. Zieht euch das mal rein. Die Bäume sind alle tot. Und das ist noch gar nichts. Wir haben auf dem Hinweg so riesen Flächen. Alles tot. Erzähl, sorry, ich wollte dir nicht mit. Ja, alles gut. Sag doch. Ist doch schon fertig. Also. So, wir machen jetzt erstmal hier Stopp. Kleinen Ausblick noch für die Fans. Was ist das hier? Schnee, Alter? Nee, das war ein Baum. Ach so. Baumwolle. So. Bis später, ihr Pappnasen. Gucken hier gerade. Achso. Ich muss auch den Deckel abmachen. Die Felswand an. Und rätseln, was das sein könnte. Da muss ja überall Eisen drin sein. Wenn ihr das wisst, schreibt das mal in die Kommentare. Da muss ja überall ein bisschen Eisen mit bei sein. Idioten, ne? Aber das sieht schon krass aus. Schreibt mal rein, wenn ihr wisst, was das ist. Da muss ja Metall drin sein. Sonst wird das ja hier nicht anrosten. Ja, sein, dass wir totale Scheiße erzählen, ne? Und die uns alle auslachen jetzt. Das ist ja so ähnlich wie Schiefer. Und, wie Schieferstein. Wir sind solche Stadtkinder, ey. Jeder weiß das, der das Video guckt, nur wir nicht. Das sieht krass aus. Das gibt's bei uns im Norden gar nicht. Falls wir noch nicht gesagt haben, woher wir sind. Ja, ganz oben. Ganz, ganz oben. Ganz oben. Immer noch alles tot. Das wird auch so bleiben hier, Leute. Noch ist entspannt. Vorhin waren wir fast tot nach den ersten Höhenmetern. Aber wir haben schon fast 5,5. Echt? 5,5 haben wir fast schon. Heftig. Es sind nur noch 20. So, Tim wird erstmal vorsorglich seine Füße verarzen. Ja, ist da nichts los, aber vermutet, dass da irgendwann eine Blase entstehen könnte. 6,6 Kilometer. Ich würde auch deine Schuhe ausziehen, Kollege. Nee, ich brauche das nicht. Ich bin ein knallharter Typ. Das habe ich gelesen bei Google, dass man das machen soll bei jeder Pause. Geil. Komm mal da runter, Alter. Ich habe nichts mehr zu saufen. Ich will die Seilbahn. Ja, wir müssen Wasser finden. Mal gucken, wann da irgendwie mal ein Bach kommt oder so. Oder ein See. Okay. Ey, mach nicht die Augen zu, Mann. Nein, ich will nur chillen. Füße hoch. Ey, das hast du gestern auch gesagt und auf einmal warst du weg. Geil, Mann. Ist ja nicht anstrengend gewesen. Also war okay. Wir hätten auch noch keine Pause gebraucht, aber hat sich gerade angeboten. Guck mal hier, die Schilder sind sogar schon gegendert hier, oder? Liebe WandererInnen. Liebe Wanderer, ihr Spacken, ey. Mach mal hier ein Video für die Schisten. Du hast. Fehlt noch den Fuß hier? Die Zehen. Wer von euch kann das hier? Schreibt's in die Kommentare. Du hast wunderschöne Füße. Oder? Der große sieht aus wie ein Penis, so ein bisschen. Ja, ich habe das Gefühl, ich kriege eine Blase hier. Deswegen habe ich hier mal getaped. Das ist ein kleines Po-Loch. Rosetten sehen aus wie kleine Sterne. Und einmal hier. Könnte auch was passieren. Ist das schon eine Blase da? Das... Nein. Achso, das ist von den Steinen, okay. Könnt ihr mal sagen, ob ich das richtig gemacht habe oder nicht? Ich habe keine Ahnung, ob man das so macht. Irgendwo mal gesehen, ja. Ich habe das nicht gesehen.
Du hast es gesehen und du hast gesagt, das ist richtig. Leukoplast. Jetzt wollte ich mir nochmal. Soll gut sein. Füße eingehen, Leute. Das ist jetzt auch Film, das will doch keiner sehen, Alter. Oh, ich hätte Bock, dir die Füße einzuschmieren schon. Irgendwie hast du verdammt geile Füße. Willst du mir die Füße eincremen? Schön machst du das. Immer gegen uns. Das mache ich auch nur, Leute, weil wir das bei Google gelesen haben. Hashtag, hier. Einmal. Link in der Beschreibung. Ich sitze jetzt hier und creme mir die Füße ein, Alter. Was süß. Das will doch kein Mensch sehen. Doch, ich finde es richtig süß. Was schöne Füße. Frage ist, wie viele Tage in der Wildnis brauchen wir, damit wir uns sexy treffen gegenseitig? Wie lange in dauert der Not das? Frisst der Teufel fliegen. Das Experiment. Um eine Wespe. Hau ab, ich bin allergisch. Dein Ernst? Ja, wenn die mich sticht, ist vorbei. Da kannst du einen Krankenwagen rufen. Seid ihr alle allergisch gegen Wespen? Alter? Ich weiß es nicht. Bienen oder Wespen? Oder beides? Wespen sind schlimm. Ja, okay. Jetzt geht's weiter hier. Für ein Normalo, das ist echt die Hölle. Das ist jenseits von Gut und Böse, Mann. Einfach mal rausgehen, haben sie gesagt. Einfach mal machen. Jetzt sind wir hier. Ich kann nicht mehr, ey. Was haben wir denn jetzt hier auf der Uhr? 8,3. Also ein bisschen können wir noch. Der Rest ist nur noch quälen. Noch zweimal jetzt das, was wir gelaufen sind. Ja. Genau, zweimal noch das, was wir bis jetzt haben. Dann haben wir unser Tagesziel erreicht. Tim hat wohl schon eine Blase. Das wird der Endboss sein am Ende nachher. Die Blase. Da wird sich entscheiden, wird er weitermachen, abbrechen oder ich. Geht einer alleine weiter. Fahren wir zusammen nach Hause. Keine Ahnung. Wie sagen die immer auf YouTube? Einfach in den Schmerz reinlaufen. Das ist der bescheuerte Spruch, den ich je gehört habe. Das sind doch alles Masochisten, die sowas sagen, oder? Tim hat nur einen halben Liter Wasser mitgenommen. Der ist jetzt leer. Und mein Grey halt. Ich habe auch noch Hafermilch dabei. Ich habe auch noch 2 Flaschen Weißwein. Also für Dosen wenn ich nicht. Keine Werbung. Wasser wäre geil. Ja, Wasser wird gut. Ich habe 1 Liter mit. Der ist aber im Rucksack mit dem Schlauch. Ich weiß nicht, wie viel da noch drin ist. Aber Wasser wäre nicht schlecht. Tim hat Schmerzen. Was denn, ja? Seine Füße. Aber das war von vornherein klar. Das ist leider so. Aber das schaffen wir schon. Ich hoffe auch. Also ich merke nur ein Drücken vorne. Wie viel sind wir? Bei 10 Kilometer sind wir jetzt. Höhe? 600 Meter. Ja. 600 Meter, Leute. 600 Meter hoch. Die Hälfte vom Brocken haben wir gefunden. Das ist echt kein Zuckerschlecken, ne? Nee. Wenn ich überlege, das gibt Leute, die laufen das Ding erstmal in einen Tag. Einfach mal einen Tag. Kreis ist krank. Tim, was machst du da? Wir sind hier jetzt an so einem See angekommen. Irgendwas mit Bär. Bärensee oder sowas. So werden wir jetzt erstmal ein bisschen Wasser filtern. Ich habe gedacht, hier kommen irgendwie so Trinkwasserbrunnen. Keine Ahnung, ob die noch kommen. Und wie war? Ja, Wasser auffüllen. Das ist ein gutes Stichwort. Kein Plan, ob man das hier überhaupt saufen kann, aber ich denke mal, der Grail wird das schon irgendwie machen. Nimm mal den Grey von Seven vs. Wild. Einfach hell. Ich hab deine Kimme gerade gesehen, Digga. Komplett nass hinten. Guckt euch mal an, der hat doch safe hat der eingenässt, Alter. Genau. Mache das auf einen geraden Untergrund. Also, um den noch zu halten. Das ist eine Markierung, jetzt schiebe ich ihn rein. Da ist eine Fliege drin. Ja, ist egal, die filtert damit. Fliegen, Käfer, Fische, alles, kannst alles durchfiltern. Ja,
Ach so, ja. Pass auf, dass da keine Steine sind. Du musst da richtig Druck aufbauen. Sonst platzt dir nachher das Gehäuse. Jetzt drückt er erstmal einen ab hier. Du musst. Also. Läuft ach, krass. Schon. Läuft schon. Bin ich mal gespannt, ob das nach See schmeckt. Also bei mir ist das tatsächlich so, ich angle ja auch. Wenn ich einen Fisch esse aus dem See, ich schmecke immer den See. Den Seegeschmack. Ich schmecke das einfach. Andere sagen, ich bin bescheuert. Ich fülle jetzt erstmal die Flasche auf. Probier mal. Noch nicht. Ich bin gespannt, ey. Und? See? Nee. Echt? Geil, Alter. Hast du rein. Ich werde gleich auch nochmal mein Grill rausholen. Tobi, das Ding mache ich erstmal voll. Die nehme ich mit. Die Füße werden mich killen, Leute. Alles andere ist tippitoppi. Aber die Füße, die sind jetzt schon im Arsch. Ich hoffe, ich versaue euch den Trip nicht. Dein Ende ist das Ende. Dann müssen wir aufgeben. Indie. Läuft das schon? Ja, das läuft schon. Geil! Alter, wir sind verrückt hier auf 600 Höhenmeter, Leute. Ich hol noch mal den Affenriegel mit euch testen hier. Schimpansi für 1,99, ob ihr den kaufen solltet oder nicht. Crunchy Peanut, Bean Natural. Den Affenriegel für richtige Affen. Du hast gesagt, man kann davon klettern. Wie sieht der denn aus? Der sieht aus wie schon mal gekaut und wieder in die Packung gespuckt. Das ist echt so. Riech mal. Das riecht nach gar nichts, der riecht echt nach Peanut. Und? Fühlst du dich jetzt wie so ein Monkey? Kennst du den wunderbar Riegel? Nee. Was? Ist das nicht dieser ähnlich wie Mr. Gelbe Mr. Mann. Tom oder wie das Ding heißt? Muss ich dir jetzt eine scheuern? Warum? Nur weil ich nicht so. Du bist dumm, Mann! Und du kennst den Wunderbar-Riegel nicht. Das ist der beste von allen. So schmeckt der. Aber nur wie diese Krümel da drinnen. Scheiß auf. Das ist geil. Du kannst trotzdem nicht klettern wie ein Affe. Kann ich das ist alles nur Werbung. Oh nein, jetzt müssen wir über die komplette Brücke rüber. Wie mit Red Bull. So. Man kann über fliegen. Die komplette Brücke müssen wir jetzt rüber. Scheiße, Mann. Leute, guckt euch das an. Da müssen wir jetzt rüber, ey. Ich hab grad bestimmt, wir beide gerade bestimmt 1,5 Liter von dem Wasser gesoffen. Ich weiß, was da drin ist. Wir haben aber den Grail. Da kann nichts passieren. Einfach gar nichts. Nix. Survival Martin hat da sogar seine Pisse mitgetrunken. Ging aber nicht. Mit seinem ekligen Spülwasser. Die alte Drecksau. Nur wegen den Spinnern sind wir jetzt unterwegs. Echt mal, Alter. Wegen Fritzi Maniki und der Überlebens-Martin. Ja, YouTube gestört. Ja. Einfach mal machen, ja. Wäre noch immer unlustiger jetzt. Könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Ja, ist so. Aber bis jetzt ist das noch schön hier. Ja. Die toten Bäume sind auch weniger hier auf der Ecke, ne? Mhm. Schreibt mal rein, woran das liegt. Käfer. Käfer. Ja. Käfer. Oh, guck mal hier. Wow, was geht ab? Einfach mal so ein Riesenkäfer. Das ist ein Maikäfer. Der hat schon einen mitgekriegt, glaube ich. Der ja, irgendwie läuft der komisch. Heftig, was ein Abenteuer, Mann. Wahnsinn. Einfach mal einen Käfer gesehen. Sieht aus wie der Elefantenfriedhof hier. Vom König der Löwen. Erinnere dich. Erinnere dich. 13 Kilometer. Haben wir geschafft? Ja. Ja, alles klar. Viertzehneinhalb haben wir. Einfach gerade durch.
Ja, wir sind noch on track. Aber da hinten können wir wohl schon den Brocken sehen, wenn er das ist. Wir haben schon öfters hier Hügel gesehen mit einer Antenne oben drauf. Aber der Brocken ist, glaube ich, doch ein bisschen markant. Kann aber sein, dass das direkt vor uns ist. Scheiße, Mann. Das ist einfach mal richtig weit. Ich habe jetzt schon alles bandagiert, Leute. Wenn ihr wisst, wie das aussieht, ey. Okay, gucken wir uns doch bestimmt nachher nochmal an. Oh yeah. So, haben wir mal kurz eine Pause gemacht. Boah, jetzt, ich habe mich den ganzen Tag gewundert, warum mein Rücken nicht wehtut. Jetzt ist er da. Oh, bei mir auch. Hüfte. Aber richtig. Und das wird immer schlimmer. Aber wir müssen... Oh, ich humpel einfach schon. Oh, scheiße. Ich glaube, es endet gleich. Jetzt. Du mit deinen scheiß Videos, Alter. Warum? Die Leute sollen sehen, wie du leidest. Ich aber auch. Oh, ich... Schritte sind die schlimmsten. Ich humpel einfach mal schon heftig. Die Hüfte aber, ne? Ich glaube, das lag daran, dass die Hose ein bisschen zu tief hängt. Und die Hüftflossen da den Gürtel einfach einschnüren. Jetzt noch mal zwei Stunden, dann haben wir... Ich weiß nicht, ob mein Knie das mitmacht. Ich weiß auch nicht, ob meine Hüfte das mitmacht. Ganz ehrlich. Vielleicht haben wir uns hier gleich irgendwo hin. Wir sagen Bescheid. Da. Hinlegen und rausholen. Oder da runterklettern. Ja, runter tut weh. Leute, ich habe Knieschmerzen. Ja, das Knie macht sich so merkbar. Solo-Knack. Das ist der Shit. Bei mir ist das die Hüfte. Aber wir müssen einfach irgendwie noch 7 Kilometer schaffen, damit wir bei 25 ankommen. Ja, wir müssen sehen, dass wir irgendwie zügig ein Lager finden, damit wir uns ein bisschen ausruhen können. Also viel geht echt nicht mehr. So, Leute. Wir sind jetzt irgendwo bei Kilometer 22. Tim, sein Knie macht schlapp. Ja. Knie kaputt. Irgendwas verdreht vorhin und ich kann eben keine 2 Schritte mehr laufen. Das ist keine Verarsche, Leute. Irgendwas piekst da. Ich habe ihn auch schon einmal in den Arm genommen. Er hat auch ein bisschen geweint, aber er sagt, es geht wieder ein bisschen. Ja. Wir müssen jetzt zur Schutzhütte. Die soll in 700 Meter kommen. Gucken wir mal, ob wir da irgendwie pennen können. Boah, ganz ein Spinnweben in der Fresse. Was unser Plan ist. Unser Plan? Erstmal Hütte ankommen, Lager aufbauen und dann... Gucken wir mal nächsten Tag, ob wir weitermachen oder nicht. Alles mal wieder maßlos überschätzt. Ich weiß auch nicht, ob ich dann noch weiter alleine zum Brocken laufe. Mein Ziel war ja eher so der Brocken. Natürlich auch die 100 Kilometer, aber... Da ist einfach mal ein Fuchs da drüben. Kommen wir einfach aus dem Wald. Einfach mal ein Fuchs, Digga. Ja, weil die GoPro da nicht hinkommt. Wenn wir hier jetzt einfach liegen bleiben, werden wir bestimmt mitgenommen, oder? Boah, Alter, das ist... Meine Hüfte. Das Gewicht. Das Gewicht ist echt heftig. Tim ist komplett im Arsch. Das sieht alles noch easy peasy aus, aber genau da drinne. Vielleicht wisst ihr ja, was das ist. Ich geh da gar nichts mehr. Ich würde sagen, die Kniescheibe ist rausgefallen. Oder du hast einen Tripper im Knie oder so. Geregnet hat das auch eben. Ja, ich konnte mein Poncho ausprobieren. Wie behämmert das er denn, dass der einen Regenschirm mit hat? Aber das war genau das Richtige. Freunde. Der Regenschirm, der macht den Unterschied. Ja, Schutzhütte kommt gleich, hoffe ich. Schutzhütte kommt gleich, hoffentlich. Wenn da keine ist, gefickt. Dann zurück zur Straße, Taxi, Game over. Abfahrt. Wir haben eine Hütte gefunden. Mein Knie ist kaputt. Müssen mal gucken, ob das morgen irgendwie weitergeht. Wir sind hier mitten im Nirgendwo. Man sieht das immer gar nicht so auf der GoPro, da vorne ist ein Wasserfall. Jetzt die große Kochstunde angesagt. Yippie! Ist schon fertig? Ja, bei mir geht's 5 Minuten, Terrine. 5 Minuten? Und ich mach mir hier ein bisschen was Frisches. Oh, da sind jetzt getrocknete Tomaten drin. Eine Paprika, getrocknete Tomaten. Oh, scheiße, 2 rausgefallen. Möhren kommen da rein, eine Zwiebel, ein bisschen Pfeffer und dann Reis oder Nudeln, das weiß ich noch nicht, und ein Brühwürfel. Ich zeig euch das gleich nochmal, wenn das fertig ist. Liebe Friends. Wie schmeckt? Scharf. Echt scharf, Mann. Und hier müssen. Das wärmt von innen. Hier müssen wir irgendwie pennen heute. Da oben ist ein Wespennest. Das filme ich doch mal. Das nehmen wir nochmal mit. Könnt ihr das sehen?
Ja, den alten Pokéball da oben. Das ist nicht so geil. Und der Herr ist allergisch. Hoch 10. Ja, alles klar, Leute. Aber das mit dem Knie, ey, das könnte alles versauen. Sag ich dir ganz ehrlich. Das habe ich mir nicht ausgesucht. Du kannst weitergehen. Ich entscheide morgen, ob ich das, wie ich aufstehe halt, ne? Ob ich das noch zu Ende mache. Ich habe mich mit letzter Not hier noch hergeschleppt. Da hat irgendwas ist passiert. Ich weiß nicht was. Knickknack oder so. Und dann kann ich nicht mehr laufen. Keine 2 Meter mehr. Die Entscheidung war vorhin schon. Hören wir jetzt auf oder schleppen wir uns noch zu der Hütte? Ich sag, komm, lass zu der Hütte. Eine Nacht pennen, gucken, wie das morgen ist. Hab von den beiden Boys hier vorhin, die hier noch waren, 2 Ibos bekommen. Eine gibt's vorm Schlafen, eine gibt's nach dem Schlafen. Und dann gucken wir mal, wie sich das so entwickelt. Ich muss weiter kochen, Leute. Da ist alles drin. Von Beefy bis getrocknete Tomaten, frischer Knoblauch. Ich habe bestimmt Sachen vergessen. Habe ich ja eben schon was gezeigt. Bada bing, bada boom. Das gibt's jetzt zu essen. Hat jetzt eine Dreiviertelstunde gedauert mit Schnibbeln und alles. Auch das fürs Knie. Gains fürs Knie. Leute. Morgen entscheidet sich, ob einer aufhört, beide aufhören oder ich vielleicht doch noch weitermache. Müssen wir mal gucken. Erstmal können wir den nach hier raufen. Genau, erstmal schliegen wir hier noch ein bisschen in unserer Hütte. Ich muss ein bisschen weiter weg von Tim schlafen, sonst schlägt er mich. Jo, was geht ab, meine Damen und Herren? Herzlich willkommen zu MTV Cribs. Heute zeigen wir euch unsere Bude. Das hier ist unser Eingang. Kommt rein. Das hier ist unsere Bude. Das haben wir uns jetzt so eingerichtet. Kann man mich überhaupt sehen? Nicht wirklich. Wie sieht denn das aus? Wie sieht denn das aus? Ist eingestürzt, dein Kram. Nee, ich habe mir hier einen kleinen Weg gemacht. Ja, aber ist doch egal. Dann ist das Beispiel. Wir haben eine schöne Hängematte auf den Boden gelegt. Hey. Mit dem Fliegennetz, Gitter. Damit wir hier auch nicht gestört werden. Da drinnen, schöner Carinthia-Schlafsack Nummer 4. Mit einem wahnsinnig gemütlichen Kissen. Und da werden wir heute Abend drin schlafen. Da ist die Küche. Hier kochen wir unsere leckeren Sachen. Butter, Knäckebrot, alles ist da. Nüsse. Y-Food. Sollte man eigentlich nicht mehr kaufen, Y-Food. Keine Werbung. Gehört jetzt zu Nestle. Aber hier geht es ums Überleben und nicht um andere Geschichten. Jetzt ist dein Bett natürlich irgendwie zusammengekracht. Sieht aber genauso aus wie meins. Er hat nur die größere Hängematte und hat verdammt gute Elefantenhaut. Die habe ich nicht. Ich habe meinen Tarp dafür genommen. Ob das so schlau war, das weiß ich nicht. Hier auf dem Kies. Aber so ist das. Das ist unser kleines, aber feines Apartment, würde ich jetzt mal sagen. Dreh dich nochmal um. Zeig mal, wie schön du das dazu gemacht hast. Sehr geil. Meine Füße sind tot. Mein Knie ist auch tot. Wahrscheinlich ist morgen Game Over. Ich sehe tote Menschen. Meine Nase leuchtet. Wenn jemand von euch weiß, was das für ein Punkt ist, schreibt es in die Kommentare. Den habe ich jetzt seit 2 Jahren. Das ist kein Pickel. Wenn das so weitergeht wie jetzt, bin ich morgen raus. Wir überlegen uns aber auch schon Schweinereien, wie wir das Ganze hier weitermachen können. Oder auch nicht. Oder nur der Mann hinter der Kamera. Füße tot, Knie tot. Was du willst zu machen? Wir melden uns auf jeden Fall morgen noch. Wir gehen jetzt gleich pennen. Soll ich dir nochmal meine Füße zeigen? Und dann wollt ihr nochmal Füße sehen? Habt ihr Bock? Muss man ja nicht reinschneiden. Ich hab keine Ahnung. Aber ich krieg immer Blasen, Leute. Ich hab heute schon getaped und so. Aber ich glaube. Was ist, wenn das so Horrorfüße sind? Dann müssen wir das wegpixeln. Das sind immer noch wunderschön. Kleben die an deine Haut? Das ist die. Die kleben an. Nein, das ist die Socke, die ich vorhin schon mal bei dem Tape anhatte. Ach so, ich wollte gerade sagen, die. Guck mal da. Blase Nummer 1. Dann sieht das nicht so gut. Echt nicht? Dann müssen wir nochmal gucken hier. Kann man die sehen? Siehst du das im Profil? Das ist jetzt besser, denn man sieht die doch, Alter. Ja, ein bisschen. Ich sehe die doch auch. Ja, die GoPro ist nicht so das Geilste. Blase Nummer 2, kann man die auch sehen? Ja, die sieht man. Und hier ist sowieso alles im Eimer. Hier ist alles nur noch Wasser. Da ist das Kondom rüber gestülpt. Ansonsten geht's. Das ist halt hier und da hinten. Schauen wir mal, wie es morgen aussieht. Ich kann einfach nirgendwo mehr hinlaufen.
So, und jetzt kommt. Aha. Ins Gesicht. Schmerzen. Hier sieht man nichts, weil das hier schon getaped ist. Ich will Schmerzen sehen. Das ist geil, Leute. Das ist geil. Das hat richtig Laune. Oh, anders klebt das dort einmal durch. Ist ja, ich verstehe es nicht. Das nächste Mal holen wir besseres Tape. Das ist schon verdammt gut, eigentlich. Hier hinter ist Blase Nummer, weiß ich nicht. Das tut richtig weh. Scheiße, man. Hast du das aus dem Strand gemacht oder so? Das will gar keiner sehen. Hast du da auch ein Gummi drüber? Was? Auf beiden kleinen Zehen. Scheiße, Mann. Du bist komplett im Arsch. Ich bin im Arsch. Was willst du jetzt machen? Dran lassen die Nacht oder morgen neu machen? Ich lasse es auf jeden Fall dran. Es ist nur hier hinten. Aber hier wie Sau, Leute. Das könnte irgendwie. Trotzdem wunderschöne Füße, Mann. Das sieht nicht so aus. Und hier, die Dinger halt, ne? Die sind halt schon richtig crazy. Jetzt sind mal 5 von holen, dann für jeden C ein. So. Du siehst einfach aus wie so ein Psychopath, Alter. Hey. Ich schlafe mit dir in einer Hütte, weißt du das eigentlich? Ich hab Angst. Hey, Leute! Zum Glück kommst du nicht aus deinem Moskitonetz. Wie das aussieht. Hey, yeah. So nicht, so ist noch schlimmer, aber so ist cool. Ich sehe aus, als hätte ich eine Maske auf. Ja. So, haut rein.